Solltest du als Kampfsportler immer einen Kopfschutz im Sparring tragen? Nein, auf gar keinen Fall, denn ob du jetzt mit Kopfschutz oder ohne Kopfschutz Schläge bekommst, ist völlig egal. Denn an erster Stelle, du kassierst trotzdem einen Treffer und an zweiter Stelle, es sterben trotzdem Gehirnzellen. Der Trainer von Mike Tyson hat damals schon gesagt, dass ein Kopfschutz einem ein falsches Gefühl von Sicherheit gibt und stattdessen sollte man eher lernen, den Schlägen auszuweichen oder die zu blocken, um gar nicht getroffen zu werden. Aber es gibt hier eine große Ausnahme, und zwar wenn ihr ganz kurz vor eurem Wettkampf steht, ein oder zwei Wochen davor, dann solltet ihr immer mit Kopfschutz Sparring machen, denn so minimiert ihr das Risiko, Platzwunden zu bekommen. Sei es Kopfschutz oder Boxhandschuhe oder irgendwas anderes, was ihr für den Kampfsport braucht, bei kunpon.de gibt es alles mit meinem Rabattcode DRINK10 nochmal satte 10% günstiger.